Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und für den einen oder anderen, den das betrifft, der wird es natürlich wissen oder ich hoffe zumindest, dass er es weiß. Demnächst stehen die Prüfungen fürs Abitur an und ich habe heute wieder den Wombo mit dabei. Moin, moin. Denn du hast, und wir wollten eh so ein Video in der Richtung machen, das war eigentlich das Ja. erste Video, was wir vorhatten zu machen und das hat dann irgendwie, haben wir andere Sachen gemacht. Vor über einem Jahr. Ja, ist richtig, wir wollten es für letztes Jahr machen. Allerdings hast du und unter dem letzten Video auch, das wir zusammen gemacht haben, haben wir einige Fragen bekommen zum Thema Mathe-Studium. Ja, Und genau. nachdem jetzt ja auch, wie gesagt, demnächst für die Leute, das betrifft, Abiturprüfungen anstehen und sich wahrscheinlich auch der ein oder andere schon Gedanken drüber macht, ob denn vielleicht ein Mathe-Studium was für ihn ist, haben wir uns so gedacht, wir erzählen da einfach mal was drüber, beziehungsweise du musst da was drüber erzählen, weil ich kann es nicht verstehen, wie man auf die glorreiche Idee kommen kann, überhaupt Mathe zu studieren. Das Lustige ist auch, das war gar nicht mein erster Studienwunsch. Ich wollte eigentlich Philosophie studieren und wollte Okay. ein schönes Fach dazu haben. Und denn wenn man Philosophie alleine studiert, dann kann man danach nichts machen. Also Philosophie Ja. ist zwar schön und gut, aber danach bist du halt Philosoph und dann bringt dir das auch nicht so viel. Wenn man mal aber in die, das muss ja, wenn man mal so in die Geschichte guckt, ne? Da waren tatsächlich, ist so Philosophie und Mathematik so eine Sache, die ist gar nicht so selten zusammen. Also auch bei den Ja. Leuten, wenn du so guckst, ne? Du hattest viele Philosophen, die waren Mathematiker und viele Mathematiker, das waren Philosophen. Das sind halt einfach Leute, die sich gerne mit der Frage beschäftigen, warum ist was so? Oder halt so Gedanken um alles so drumherum machen. Irgendwie versuchen, das so irgendwie so in Logik in Zusammenhang zu bringen. Ich glaube, das hat schon eine gewisse Gemeinsamkeit. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus, denn Mathe ist entgegen der meisten Meinung eine Geisteswissenschaft. Es ist halt, in der Schule wird es als Naturwissenschaft unterrichtet und geht auch unter den naturwissenschaftlichen Fächern und in diesem Bereich da. Aber hast du schon mal eine Zahl im wirklichen Leben gesehen? Nein, es stehen zwar zwei Steine am Strand, aber natürlich gesehen oder naturwissenschaftlich gesehen sind es nur Steine. Die Zahlen bildest du dir in deinem Kopf. Ja. Das heißt, Mathe ist wirklich sehr nah an Philosophie dran, weil es eine reine Geisteswissenschaft ist und sich rein mit Menschen, ja, mit Systemen, die sich der Mensch ausgedacht hat, arbeitet. Wenn man in ein anderes Universum fliegen würde, in ein schwarzes Loch, würde die Mathematik immer noch funktionieren, die Naturwissenschaften nicht. Ja. Dementsprechend ist das, und so bin ich halt auch damals drauf gekommen, als schönes Fach dazu. Und dann durch, ja, Umwege habe ich dann Philosophie irgendwann aus den Augen verloren und bin rein ins Mathestudium gegangen und es war die richtige Entscheidung. Was auch viele, also was ich auch öfters lese, ist jetzt sowohl Leute, die Informatik studieren, also jetzt nicht Wirtschaftsinformatik oder sowas, sondern wirklich die reine angewandte Informatik, also wirklich die Hardcore-Geschichte, ja. Und viele Leute, die Mathematik studieren, habe ich schon von einigen gelesen. Erstens, das ist nicht so das, was sie sich vorgestellt haben, und viele Nee. geben's da auch wirklich auf. Ja. Was mich mal interessieren würde, so wie anteilmäßig waren das bei dir? Wie viele von den Leuten, die damit angefangen haben, sind jetzt noch da? Oh, da schocke ich euch gleich. Bei mir ist es aber ein extremer Jahrgang. Es haben sich 30 eingeschrieben, 15 bis 20 sind in die Vorlesung gekommen und ich bin geblieben. Ich habe letztes Ja, Semester das. Einzelvorlesungen gehabt, aber das kommt halt auch daher, dass es kleine Unis sind, aber über 50% Durchfallquote ist schon normal. Wobei das Schöne ist beim Mathestudium, dass du das schon nach den ersten paar Wochen weißt, ob es was für dich ist oder nicht. Die meisten, die das erste und zweite Semester geschafft haben, schaffen das ganze Studium. Okay. Ab dann haben wir praktisch 0% Durchfallquote. Natürlich noch einzelne Prüfungen, aber es hört so gut wie niemand auf und jeder schafft den Bachelor, nachdem er diese Einstiegshürde gemeistert hat. Ja, da kommen wir eigentlich schon zur wichtigsten Frage in diesem ganzen Video. Für wen ist das was? Oder für wen denkst du, ist das was? Weil ich meine, allgemein kann man das vielleicht sagen, aber ich Ja. meine, du kennst von dir und von deinen Kollegen, also was meinst du, für wen ist das was? Das ist insofern schwer zu sagen und auch schwer zu beurteilen vorm Studium, weil es keine Anhaltspunkte gibt in der Schule. Die Schulmathematik ist so komplett anders wie jetzt an der Uni. In der Schule rechnet man mit Zahlen. In der jetzigen Mathematik, ja, schwer zu sagen, rechnet man gar nicht mehr, sondern hat nur noch logische Verknüpfungen, hat nur noch Sätze, die man beweist. Und ich glaube, am ehesten kann man es damit vergleichen, wenn man logische Rätsel gerne löst. Ja. Das ist das, was man gerne macht. So als Beispiel, wir rechnen jetzt in der Schule im Zahlenkörper, also Körper der Was auch reellen immer. Zahlen.
Ja, das Wichtige ist dabei, dass es ein Körper ist und dass er bestimmte Eigenschaften besitzt. Und wenn man diese Eigenschaften jetzt im Studium beigebracht bekommt, kann man das Ganze auch abstrahieren und mit mal in anderen Körpern rechnen. Kann man mit mal im Körper der Polynome rechnen oder im Schiefkörper oder in Ah. eigenen Schiefkörpern. Ja, das sind jetzt nur Begriffe, die ich jetzt sozusagen reinwerfe. Wenn man die googelt, dann Aber das findet muss man da einem was. jetzt, also wenn man das studieren will, muss einem das noch nichts sagen, ne? Das kriegt Nee, man alles nein. beigebracht. Nein, das ist das Schöne, wenn man das Studium anfängt, kann man theoretisch ohne Vorwissen reingehen. Es wird alles von null neu aufgebaut. Man hat die Schulmathematik ungefähr in 2 Monaten durch, wenn überhaupt, Ja. und fängt ab dann mit neuen Sachen an. Natürlich, 2 Monate ist jetzt zusammengefasst, wenn man wirklich nur die Themen aus der Schule behandeln würde. Insgesamt zieht sich es wahrscheinlich übers erste Jahr, dass man am Ende vom ersten Jahr oder dem zweiten Semester noch irgendwelche Themen aus der Schule mal so anreißt. Aber wenn man das wirklich runterbrechen würde, wäre das ziemlich schnell durch. Letztendlich macht man ja auch nicht viel in der Schule. Ja Muss ich gut, du jetzt machst halt ganz auch, böse sagen. du gehst halt nicht in die Schule, nur um Mathe zu lernen im Endeffekt. Ja, Dann würdest du genau. wahrscheinlich auch mehr machen. Ja. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass du sehr breit da ein paar Sachen mitkriegst. Sonst könnte man sich auch nicht erklären, warum es sowas wie Kunst und Musik und Religion und sowas an der Schule überhaupt noch gibt. Geht halt einfach darum, dass man den Leuten von allem so ein bisschen was mitbringt. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das viele schockt, was man da erstmal im Ja. Mathestudium kriegt. Im Informatikstudium weiß ich es von ein paar Leuten, die das wirklich geschockt hat. Ich will noch Die eine machen ja Sache. auch Mathe, die ersten Mathe-Vorlesungen, die Ja, Informatik. das ist, Also das glaube ich, ist auch genau das Gleiche. generell hat es eine sehr große Schnittmenge auch. Ja, ich mache zum Beispiel im Mathe-Studium theoretische Informatik, während die Informatiker und halt auch viele Algorithmen, das ist ganz normal und die viele Informatiker müssen halt auch rechnen können und diese Algorithmen auch ja sozusagen berechnen können, die Laufzeit berechnen oder sowas. Oder ob die Algorithmen überhaupt funktionieren oder nicht. Das kann man nämlich in der Regel muss man vorher beweisen können, weil sonst programmiert man irgendwas und weiß am Ja, Ende nicht, was das Programm macht. das stimmt. Es kompiliert, heißt nicht gleich, dass du es machst, was du willst. Genau. Da hatten wir auch einen Azubi, der hat gemeint, Max, es geht, guck mal. Sagt, ja, zeig mal, hier, kompiliert. Sag, ja, macht's jetzt auch, was du haben willst? Ja, natürlich, das Hat ja kompiliert funktioniert. doch. Das ist aber auch eine Sache, die ich gemerkt habe. So diese Sache, so gewisse logische Zusammenhänge irgendwie zu erkennen oder dass einem das liegt, das ist eine Sache, das merkst du relativ. Es gibt relativ wenig Sachen, woran man das merken kann. Ich habe bei uns festgestellt, bei unseren Azubis, die wir haben, dass die schon ein bisschen programmieren können, dass denen in der Regel alles total einfach fällt. Also von der Berufsschule auch, dass auch generell manche neuen Sachen lernen, wohingegen die Leute, die sich halt sehr schwer tun oder die schon quasi reinkommen und sagen, oh, Programmieren ist gar nichts für mich, dass die wirklich in manchen Sachen Probleme haben. Klar, natürlich gibt es immer Sachen wie wir wechseln Druckerpatronen oder sowas in der Richtung. Das ist vollkommen egal, ob du da logische Zusammenhänge checkst oder nicht. Aber ich finde, man merkt das, man kann es schlecht merken, ob es jemand liegt, wirklich logisch zu denken oder nicht. Das merkt man wahrscheinlich selbst auch erst ab einem gewissen Punkt, wenn man mal vor einem Ja, Problem auf jeden steht. Fall. Man muss halt auch bedenken, also wenn man jetzt die Schullaufbahn so verfolgt vom Abstraktionsgrad her, fängt man das erste Mal mit den Zahlen an, dann kommen irgendwann die ersten Variablen in die Gleichung, dann kommen Funktionen in die Gleichung, dann hat man halt das erste Mal eine Funktion berechnet, die Ableitung und Nullstellen und sowas. Und da geht man halt sozusagen wird man immer abstrakter und zum Studium ist es nochmal die gleiche Stufe abstrakter. Da betrachtet man dann sozusagen nur noch Eigenschaften von Funktionen. Aber das, was du eben mit der Informatik angesprochen hast, dass man das schnell merkt und dass da Programmieren sehr hilfreich ist, das würde ich auch jedem empfehlen, der dieses Studium anfangen möchte. Es macht keinen Sinn, dass ihr an euch ein Mathebuch nehmt und lernt. Das schafft ihr nicht. Das schafft man alleine nicht. Da braucht man Leute. Aber man kann alleine anfangen zu programmieren. Im Das ist Studium, richtig. im Mathestudium ist es viel Programmieren. Also ja, auch Aufgaben programmieren, zwar kleine Programme, aber man muss halt so den Grundsatz kennen und es sind auch Angebote dafür, um das zu lernen. Ich war zum Beispiel Tutor im Programmieren und habe das den Erstsemestern beigebracht. Aber da haben sich so viele schwer mitgetan und hätten die sich vorher ein halbes Jahr Zeit genommen, was man nach dem Abi definitiv hat, und sich ein Buch geschnappt und ein bisschen programmiert, dann wäre denen das so viel einfacher gefallen und sie hätten so viel mehr Zeit gehabt, sich mit Mathe zu beschäftigen, anstatt mit Informatik und sich da durchzuquälen. Es ist halt so, man muss sich da am Anfang schon so ein bisschen das Hirn verbiegen, weil es einfach eine Sache ist, die machst du normalerweise nicht. Und du musst dich da auch ein bisschen drin reinversetzen, so, hey, wie läuft denn das jetzt ab? Was passiert denn da? Was passiert denn da? Ach, deswegen funktioniert der Scheiß nicht. Und
Das ist so eine Sache, aber man gewöhnt sich daran. Es ist nicht so, dass einem das jetzt, wenn man das 10 Jahre macht, weiterhin immer permanent schwerfällt. Das ist am Anfang, bis man das so im Hirn so ein bisschen gecheckt hat, so vom Ansatz her. Also ich glaube, das ist wirklich eine super Geschichte. Und wie gesagt, ich merke es bei unseren Azubis, auch wenn es was komplett anderes ist. Aber man merkt es einfach, Leute, die es interessiert, denen fallen andere Sachen einfacher. Ja. Und du weißt es wahrscheinlich von dir selber. Irgendwann macht es Klick und du weißt, wie ein Computer denkt. So beschreibe ich das immer gerne. Du weißt, er braucht erstmal eine Variable, die muss ich ihm erstmal definieren. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, rechne irgendwas, sondern ich muss ihm sagen, welches Format die Variable ist zum Rechnen oder sowas. Ja. Und das ist das Gleiche, was auch nachher im Studium passiert. Man bekommt eine neue Art zu denken. Ich vergleiche das immer gerne mit Portal. Also schön gleich eine Spieleverknüpfung hier. Und zwar ist es am Anfang von Portal so, man rennt durch einen Raum, um auf die andere Seite zu bekommen. Und je weiter du spielst, desto mehr beschäftigst du dich mit dieser Mechanik und am Ende vom Spiel hast du eine neue Dimension in deinem Denken dazu, nämlich du rennst nicht durch den Raum, sondern du machst auf der anderen Seite ein Portal, unter dir ein Portal und bist drüben und hast diese Verknüpfung, die ist so allgegenwärtig in deinem Kopf und du benutzt sie ganz normal, aber letztendlich hast du eine neue Art zu denken gelernt und über den normalen dreidimensionalen Raum hinaus und das passiert nachher auch im Studium und halt in der Informatik auch. Ich denke halt, es ist auch wirklich, wirklich viel Übungssache mit dabei. Ich glaube, wo man sich komplett von verabschieden kann, das ist auch eine Sache, die ich unseren Azubis am Anfang immer erzähle. Ihr müsst es nicht wissen, ihr müsst es aber lernen und ihr müsst es vor allem lernen wollen. Und ich glaube, man kann sich komplett abschminken, weil es kommen auch viele, die sagen, oh, ich kann schon eh alles. Und ich glaube, das ist ja, wenn du Mathe studierst oder generell, wenn du studierst, nochmal eine ganze Nummer härter. Ich glaube, man muss sich nicht vormachen, so nach dem Motto, ich kann das in irgendeiner Form schon. Man wird wahrscheinlich einfach seine komplette Zeit damit verbringen, irgendwas zu lernen. Da kommt man einfach nicht drum herum. Definitiv. Das wird, man kann es insofern auch nicht mit der Schule vergleichen, weil ungefähr jede Prüfung so viel ist wie die Abi-Prüfung, die man vorher gemacht hat, vom Stoff her. Ja. Weil man wirklich gerade in den ersten beiden Semestern, da kann ich jetzt gleich mal auch was auf die Zeit sagen, die man benutzt, weil die wird auch viele schocken. Also ich werde sicherlich 50 Stunden die Woche gearbeitet haben, um die ersten beiden Semester zu überleben. Und danach wird es besser, aber vielleicht auch nur, weil man sich dran gewöhnt hat. Also ab dem vierten Semester wird es definitiv besser, das dritte und vierte sind noch so ein Mittelding, aber die ersten beiden sind echt heftig. Da wird wirklich krass ausgesiebt, wer das Zeug dazu hat, durchzukommen und wer nicht. Aber wie gesagt, am Anfang, dadurch weißt du auch schon schnell, ob es was für dich ist oder ob du da Zeit verschwendest. Und das ist im Studium auch was ganz Normales, ein Studium anzufangen und dann abzubrechen, was man so aus der Schule eigentlich nicht kennt. In der Schule kriegt man so eingetrichtert, jeder kann alles machen irgendwie. Jeder kommt irgendwo durch mit genug Lernen. Und das ist im Studium einfach nicht so. Ja. Und da ist auch nichts dabei, das anzufangen, zu testen und aufzuhören. Ja, ich weiß, es hat nicht umsonst jeder Sachen, die ihm gut liegen und Sachen, die ihm, die er vielleicht machen kann, es kommt ja auch einfach sehr drauf an, ob man sich damit quält oder nicht. Weißt du, wenn das Sachen sind, die dir Spaß machen, wenn das Sachen sind, die dich selbst interessieren, dann fällt es einem auch viel einfacher, 50 Stunden in der Woche zu lernen, als wenn es irgendwas ist, wo du dich quälen müsst. Wenn ich beispielsweise BWL oder irgendwie sowas studieren müsste, ich will Zustände kriegen. Es ist nicht so, dass man das nicht könnte. Ja, also so nach dem Motto, wenn du es nicht kannst, wirst du erschossen. Ja, okay. Ja, wenn du das, aber Spaß ist was anderes. Und man wird da wahrscheinlich auch nie wirklich gut drinne oder man wird es auch nie wirklich hundertprozentig schnallen, wenn es einem eigentlich im Kern am Arsch vorbeigeht. Ja, ich habe eine Vorlesung mit BWLern zusammen gehabt und da war viel auswendig Lernen dabei. Die BWLer hatten kein Problem damit, weil das viel im Studium vorkommt. Ich habe da ein Riesenproblem mit gehabt, weil bei mir im Studium nur Verstehen vorkommt. Für eine Prüfung muss ich praktisch nicht auswendig lernen, sondern ich muss nur verstehen, was vor sich geht. Und da hatte ich Riesenprobleme mit dieser speziellen Prüfung, während die BWLer darüber fast gelacht haben, wie wenig Stoff das ist zum Auswendiglernen. Ja, kann ich mir vorstellen. Was sagst du denn, du wirst wahrscheinlich sagen, es ist im Prinzip nicht so wichtig, aber eine Sache, die immer so oft gefragt wird, ist, mit welcher Note in Mathe, du weißt, was ich sagen will. Ja, die Schulmathematik kann man dadurch, dass sie nichts im Studium zu sagen hat, kann man schwer diese Note dazu nehmen. Man kann sie insofern dazu nehmen, dass man sagt, jemand, der eine 5 oder 4 in Mathe hat, der hat wahrscheinlich ein schlechteres logisches Auffassungsvermögen als jemand, der eine 1 oder 2 hat. Aber
Und jetzt kommt eine Geschichte, die die meisten Leute wahrscheinlich ermutigt, dieses Studium zu machen. Ich bin wegen Mathe sitzen geblieben. Ich habe eine Klasse wiederholt, weil ich in Mathe irgendwann nicht mehr mitgekommen bin und studiere jetzt ziemlich erfolgreich Mathe. Von daher muss man diese Note wirklich, wirklich genau betrachten, um darüber eine Einschätzung zu bekommen. Und das Schöne ist halt auch, so viele Leute, wie ich im Studium kennengelernt habe, wie ich habe eine 1 in Mathe, ich habe den Känguru-Wettbewerb damals gewonnen. Das war so in der Schule so ein Wettbewerb über logisches Denken und mathematische Aufgaben. Und die sind alle abgegangen. Es hat keiner überlebt sozusagen. Und deswegen ist das wirklich mit Vorsicht zu genießen. Wenn man gut in der Schule in Mathe ist, ist das zwar schön und sicherlich nicht schlecht fürs Studium, aber man darf nicht mit einer Einschätzung ins Studium gehen, so von wegen, ich habe in Mathe eine 1, das wird auch so bleiben. Definitiv nicht. Da sieht man es wieder, weil man dran rangeht mit der Sache, ich kann das eh schon, ich bin nur hier, dass ich einen Zettel habe, vergess es. Das klappt in keiner Sache wirklich gut. Das funktioniert einfach nicht. Kann man sich denn, wenn man sagt, hey, mich interessiert das, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das für mich ist, ob das was für mich ist, kann man sich das mal angucken? Kann man sich da einfach mal reinsetzen, sich das mal anhören oder sowas? Ja, kommt natürlich auf die Uni an. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass er einfach mal in der lokalen Uni guckt, ob da Mathe angeboten wird und sich einfach mal reinsetzt. Man wird nichts verstehen. Selbst in der ersten Vorlesung habe ich mich reingesetzt und war noch voll motiviert. Und was davor spricht der Typ da überhaupt? Und nach dem zweiten Satz bin ich ausgestiegen. Und das war der erste Satz, war die Begrüßung so ungefähr. Und du verstehst nichts. Und erst ich habe nach einem Jahr erst verstanden, was wirklich in der ersten Vorlesung passiert ist. Also wird man das als Schüler, wenn man sich irgendwo mittendrin reinsetzt, nicht nachvollziehen können, was da passiert. Aber man kriegt wirklich einen schönen Überblick darüber, was gemacht wird und was es heißt, höhere Mathematik zu betreiben. Und ich möchte, das habe ich gerade mal rausgesucht, ein Buch empfehlen dazu. Das heißt, je mehr Löcher, desto weniger Käse. Ich schreibe mir das mal auf, dass wir das verlinken. Ja, schicke ich dir dann Amazon-Reflink. Genau. das fand ich sehr interessant und hat auch ganz gut beschrieben, was es heißt, Mathematik zu betreiben. Er hat zum Beispiel die Verknüpfung zu Religion gebracht, dass Mathematik näher zu Religion ist als zu Naturwissenschaften, was meiner Meinung nach auch stimmt. Von daher wird man da viele Informationen rausbekommen. Es geht ja auch in Richtung Philosophie, wie wir es am Anfang hatten. Ja, genau. Ja. Eine Sache, die ich auch sehr viel von Leuten höre, oder zumindest ich habe einen Kumpel, der hat gerade fertig Informatik studiert, und ich habe es auch von einigen Leuten, die Mathe studiert haben, schon gehört, dass es einfach generell, also dass viele sehen, während sie studieren, dass es gar nicht mal so sehr darum geht, dass du quasi jetzt Mathe lernst, weil dieses Gebiet, oder Informatik lernst, weil einfach das Gebiet so umfangreich ist, dass du quasi gar nicht alles lernen kannst. Und beziehungsweise das auch so im Fluss ist, wo es keinen gibt, wo du sagst, das ist der Experte, den kannst du alles in Mathe fragen, den kannst du alles in Informatik fragen. Das wird es auch in, keine Ahnung, in Physik und anderen Themen nicht geben. Dass du aber hauptsächlich dadurch, dass du das eben so lange studierst, lernst, wie man das ordentlich lernt und dass man halt versteht, von was andere Leute reden. Und das ist ja auch gerade das Wichtige. Es bringt dir halt nichts, wenn du weißt, wo du nachgucken musst. Das ist natürlich auch wichtig. Aber wenn du da nicht verstehst, was die Typen von sich geben, bringt natürlich auch nichts. Also du musst du musst halt so, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal so Grammatik so in dem Sinn verstehen. Ne? Du hast zigtausend verschiedene Zeichen, was es da gibt. Und du brauchst halt einfach die Grundlagen, dass du das relativ schnell reinkriegst, solche Sachen. Ja, im Studium lernt man zu lernen, das erste Mal richtig zu lernen und merkt, wie furchtbar einfach das in der Schule letztendlich war und wie wenig man gemacht hat für die Schule. Auch wenn Schüler sagen, das habe ich früher auch immer gedacht, oh Gott, ich habe einen ganzen Tag zu tun und ich muss so viel lernen und komme zu gar nichts anderem. Es liegt auch daran, dass man so viel Verschiedenes und so viel Scheiße lernen muss. Ja, das kommt auch noch dazu. Und das wird nochmal eine ganze Ecke anders. Und man lernt, also wie gesagt, ich habe erstmal gelernt, wie viel ich überhaupt verarbeiten kann und wie viel ich lernen kann. Und das wird nochmal ganz neu. Und das, was du auch gesagt hast, man lernt eher die neue Art zu denken, neue Art, Probleme anzugehen. Man denkt viel genauer. Also Argumente werden immer hinterfragt, weil bei einem Beweis kannst du nur davon ausgehen, was in den Voraussetzungen steht und darfst nichts annehmen. Und das machen viele auch am Anfang falsch. Ich weiß doch, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Ja, genau. Das ist so lustig, diese Körpereigenschaften in den reellen Zahlen.
Ja, beweis das mal. Das ist gar nicht so simpel. Dass man bei Plus die beiden Sachen vertauschen darf. Das war, wurde uns am Anfang vom Studium verboten, weil es nämlich nicht so in der Definition von der Addition drin ist. Nachher in den additiven Eigenschaften, ja, okay. Aber ich meine, in der Definition ist es nicht drin. Bin ich mir gerade nicht genau sicher. Auf jeden Fall muss man das erst nachweisen und herleiten, dass man ein Assoziativgesetz hat, dass man ein Kommutativgesetz hat und sowas. Ja, das sind ja Sachen, die man in der Schule schon gelernt hat, schon hört, aber in der Schule ist es halt oftmals so, ja, die alten Griechen haben da schon rumgemacht und das ist so. Oh, da fällt mir auch noch was Schönes ein. In der Schule gibt es die Punkt-vor-Strich-Regel oder die gibt es auch immer noch. Und das ist keine Regel. Es gibt keinen mathematischen Beweis, dass du mal vor Plus rechnen darfst. Ja. Es ist eine Konvention. Normalerweise muss um jede Operation eine Klammer gesetzt werden. Ne? Genau. Und durch diese Klammern ist das dann nachher definiert, die Reihenfolge. Aber um Klammersparungen zu haben, sagt man Punkt vor Strichrechnung und kann dann einige Klammern weglassen. Ansonsten, wie gesagt, das ist keine Regel, das ist eine Konvention, die irgendwann mal eingeführt wird und die jeder angenommen hat. Eine Regel würde ja heißen, es gibt da einen logischen Grund, warum das so sein muss. Genau. Ja, genau. Ist ja bescheuert an sich, ne? Ja. Weil es kann ja keine Regel in dem Sinn für was geben, wo du selbst dir jetzt überlegen musst, willst du jetzt die linke Seite oder willst du jetzt die rechte Seite? Das muss ja derjenige, der das aufschreibt, muss ja wissen, was er haben will. Das ergibt sich ja nicht einfach dadurch, dass du da jetzt ein Plus dazwischen machst oder ein Mal dazwischen machst. Da müsstest du es klammern, dann wär's klar. Ja. Jo. Genau. So, eine Sache noch, weil ich glaube, wir sind schon ganz schön lang am Start. Weil du gesagt hast, du lernst zu lernen. Und im Vergleich zur Schule, wo du halt auch viel lernen musst, allerdings so viel Verschiedenes, da hast du halt echt den Vorteil, denke ich, wenn du was machst, was dir gefällt, dass du halt auch das lernst, was dich interessiert. Was halt in der Schule nicht so wirklich der Fall ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wie Kunst, Musik und auch also Wirtschaft und teilweise auch Geschichte, wobei ich Geschichte gar nicht so schlimm fand. Oh. Und dann Ethik und sowas, das waren einfach Sachen, die gingen mir so am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Da hatte ich so keinen Bock drauf. Ich war auch schlecht, muss ich sagen. Mein Zeugnis war nie sonderlich tolle, vor allem nicht in den Fächern. Oder Biologie war auch was, das fand ich so uninteressant. Da hast du halt den Vorteil, du machst halt wirklich das, was dich interessiert. Dann fällt es vielleicht auch gar nicht mehr so schwer, das zu lernen. Das ist wie ich gesagt habe, wenn ich BWL studieren müsste, ich würde das nicht machen, ganz bestimmt nicht. Natürlich hat man im Studium auch Fächer, die man nicht mag. Ich bin zum Beispiel kein Freund von Statistik oder Stochastik. Das musste ich mich durchquälen. Aber allein die Tatsache, dass ich mir dieses Studium ausgesucht habe und dass es mein Studium ist und nicht wie in der Schule, werde gezwungen, einige Fächer zu machen, hilft einem da irgendwie ungemein, so eine richtige Einstellung zu finden. Weil du dir selber ein Ziel gesetzt hast, was du schaffen willst, das Studium, und am Ende, und da musst du halt einige Hürden mitnehmen. Die sind dabei und wie gesagt, dadurch, dass man das selber gewählt hat, geht man da ganz anders ran an die Sache. Klar, hundertprozentig alles immer toll. Gibt's natürlich nirgendwo. Allerdings denke ich, kann man den Anteil da ganz gut verschieben. Zu mich interessieren vielleicht 2 Fächer und der Rest ist mir scheißegal. Zu mich interessieren so 80%. Ja, das stimmt. Ja, gut, vielleicht noch eine Sache zum Aufbau vom Studium. Ja. Also man studiert normalerweise 6 Jahre Bachelor und 3 Jahre Master. Am Ende des Bachelors wird eine Bachelorarbeit geschrieben und währenddessen hat man halt Vorlesungen und Seminare. Seminare sind Vorträge, die man selber hält, wo man einfach lernt, einen mathematisch korrekten Vortrag auszuarbeiten. Und die Vorlesungen und Übungen sind immer so gestaltet, zumindest bei mir in der Uni, und ich habe auch noch nichts anderes gehört, dass man einmal die Vorlesung vom Professor hat, der man beiwohnt und zuhört, wo ich auch jedem empfehle, immer hinzugehen. Ja. Und dann kriegt man Übungen, sind wirklich Hausaufgaben, die man aufbekommt. Und diese Hausaufgaben werden nach jeder Woche eingesammelt und bepunktet. Und das ist zum Beispiel auch die größte Hürde am Anfang, weil man muss 50% der Punkte bekommen. Und das hört sich erstmal nicht so viel an. Sonst? Wird man nicht zur Prüfung zugelassen. Okay, das ist natürlich scheiße, da musst du den Krempel nochmal machen, oder wie? Genau, ja genau. Super. Und das ist zum Beispiel auch die größte Hürde in den ersten beiden Semestern, diese Aufgaben zu machen. Mathe ist kein Fach, wo man alleine arbeitet. Diese Aufgaben sind in der Regel so gestellt, dass man sie als Gruppe bearbeiten muss. Ja. Und das ist auch die größte Zeitinvestition, die man machen muss. Also für ein Aufgabenblatt, für eine Aufgabe braucht man schon 5 bis 10 Stunden. Ja.
um das zu lösen und dann nachträglich aufzuschreiben und abzugeben. Also du sitzt ja halt auch nicht alleine daran. Man sitzt viel alleine an Sachen, aber nicht nur. Von daher ist Gruppenarbeit genauso wichtig wie sagte mein Professor so schön, den Hang im stillen Kämmerlein zu sitzen und alleine dran zu arbeiten. Aber ist beides gefragt im Studium Ja. und wird auch beides verlangt. Weil ich denke, ganz ehrlich, das kann ja auch tatsächlich Spaß machen. Da haben wir jetzt zwar noch gar nichts Ja. zu gesagt, aber Ja. ich kenne das von Sachen, wenn du irgendwas programmierst oder so. Du fängst so an, denkst so, ah, so in der Richtung. Und wenn dann am Ende wirklich was rauskommt, was sinnvoll ist, wo du merkst, hey, das hat doch Hand und Fuß, das macht ja auch Spaß, der Weg dahin. Und vor allem am Ende, wenn was Sinnvolles rausgekommen ist. Ich denke mal, das ist da ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Wenn du so einen Beweis löst und dann kommt der Nächste und fragt, wieso bist du überhaupt auf diesen Weg gekommen? In Genau. die Richtung würde ich gar nicht denken. Und du freust dich einfach nur so doll, dass du es hinbekommen hast, weil du, also ich habe einige Beweise noch mit ins Bett genommen und abends drüber Ja, nachgedacht. das hab ich aber auch. Und das Schöne ist, wenn dich das einer fragt und du erklärst das dem, dann weißt du, du hast erstens wirklich kapiert, weil sonst Ja. kannst du das dem Typ überhaupt nicht erklären. Und oftmals, zumindest geht es mir oft so, dass wenn du das einem erklärst, dass du selbst nochmal auf ein paar Ideen kommst, während du dem das erzählst, wo Genau. wenn du alleine was gemacht hast, gar nicht drauf gekommen bist. Und das ist halt, also ich glaube, das ist in vielen Bereichen so, Sachen alleine zu machen, wenn man so ein bisschen seine Ruhe braucht, sich Gedanken machen muss, sicherlich nicht verkehrt, aber es ist von unschätzbarem Vorteil teilweise, das mit anderen Leuten zu besprechen, was man so getrieben hat. Auf jeden Fall, dafür ist die Gruppenarbeit dann da. Ich habe noch was vergessen. Jeder, den ich kenne, der hat in den ersten beiden Semestern daran gezweifelt, dass das Studium was für ihn ist. Ja. Jeder war kurz davor aufzuhören. Also es wird viel Stress werden, aber er ist machbar und er lohnt sich am Ende, denn zumindest das, was mir damals gesagt wurde, es gibt keinen arbeitslosen Mathematiker in Deutschland. Da ist man wirklich, gehört man zu den kleinen Prozenten an Leuten, Ja. die ein bestimmtes Fach können und die werden auch gefragt. Ja, Also. ich denke, das ist auch eine Sache, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, genau. Es sollte nicht der Hauptantrieb sein, weil dann schafft man es definitiv nicht, Nee, wenn man sich nicht logisch. mit dieser Materie Nur wegen der anfreunden Kohle kann. ist das nichts, was Nein, man machen kann. nein, ganz sicher nicht. Ja. Und da gibt es im Zweifelsfall auch tatsächlich andere Sachen, wo man bestimmt noch mehr Kohle verdient, wenn es darum geht. Ich glaube, Ärzte stehen noch drüber. Es gibt immer Möglichkeiten, irgendwie, wenn es darum geht. Aber letztendlich ist ja das Schöne, was du da verbinden kannst, wenn es was ist, was dich interessiert. Und Ja. wenn das natürlich dann auch noch eine Sache ist, wo man sieht, das bringt auch was, was man macht. Und man kriegt noch ordentlich Kohle für. Denn man besser geht es ja dann gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt das natürlich gerne unten reinschreiben. Du bist ja auch immer recht aktiv unter den Videos, die wir zusammen gemacht haben. Ja, ihr könnt mir auch Privatnachrichten schreiben. Also da gucke ich auch regelmäßig rein. Da habe ich jetzt auch zwischen den Videos, die wir gemacht haben, auch schon viele Chats gehabt mit Leuten, die mich gefragt haben, halt nach den Themen vom Studium gefragt haben und ob das was für sie ist. Von daher antworte ich da auch immer. Dann machen wir das Thema noch von dem Video einfach sowas wie Mathestudium, ist das was für mich oder irgendwie sowas. Das, weil Ja, das hört sich das, gut das an. passt ja dann eigentlich ganz gut zu. Gut, also ich habe mir nichts mal aufgeschrieben. Wenn du noch was hast, dann. Nee, ich habe mir sowieso nichts aufgeschrieben. Ich weiß ja, ich schreibe zwischendrin so Dinge auf, so, das könnte man noch erzählen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr unten reinschreiben. Und vielleicht, auch wenn ihr jemanden kennt, der sich gerade Gedanken drüber macht und ihr denkt, hey, das ist ein Video, was ihr interessieren könnte, könnt ihr dem ja auch schicken. Ich weiß jetzt schon, es ist bestimmt kein Video, was 8000 Aufrufe kriegt, aber darum geht es an der Stelle auch gar nicht. Nee. Wir hoffen beide, das hat euch ein bisschen was gebracht. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schaut unten rein. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.